Hallo allerseits, LP Vampir und willkommen zu Part 6 vom Devil May Cry HD Display. Ja, diesmal gab es etwas längere Aufträge, auch mal eine nice Abwechslung. Mal schauen, was Auftrag Nummer 11 bieten wird. Schicksal, bringen Sie den Kelch da und öffnen Sie den Weg. Bevor wir das machen, wir können ja noch ein bisschen hier upgraden. Mal schauen, machen wir Wirbel Level 2 oder lieber Schwertangriff Level 2. Wobei hin und zurück gibt es auch als Möglichkeit, ne? War schwierig. Schwierig. Oder wir könnten uns auf den Doppelsprung hier ein bisschen fokussieren. Naja, aber ich würde sagen, Schwertangriff Level 2 wäre vielleicht keine schlechte Sache. Machen wir das mal lieber mal. Gut, wir können uns rein theoretisch noch mehr Gesundheit holen, aber ich will es erstmal ohne versuchen. Okay, bringen Sie den Kelch da und öffnen Sie den Weg. Das muss als nächstes gemacht werden. Oh nö, der Kollege. Und ja gut. Das war jetzt nicht geplant, ne? Ja, wo ist denn der Kollege? Irgendwie will er sich nicht so treffen lassen, ne? Oh, das war schon. Auch gut. Nice, ausnahmsweise mal No Damage und oh, ich sehe ein Fragment. Wie kommen wir da hin? Einfach so? Nee, wäre so einfach. Aber bestimmt ist dafür die Plattform da, ne? Kleiner Teaser. Prioritäten. Was haben wir hier eigentlich? Hier ist eine Inschrift. Jene, die nicht im Besitz des Zeichens sind, sind des Kelchs unwürdig. Geh den dunklen Weg zum Licht der Trauer. Das Zeichen ist im Käfig der Verdammnis eingesperrt. Naja, solange es nicht die ewige Verdammnis ist und oh, ich sehe gerade, wir haben zwei Fragmente hier. Hohoho. Nicht so großzügig. Hier könnte man auch reingehen, sehe ich gerade. Ah. Ja, aber schauen wir erstmal, was es dort gibt. Der Kollege wird ja nicht ohne Grund hier gewesen sein, ne? Okay. Aber sonst kann man hier nichts machen, ne? Nope, okay. Na gut. Schauen wir mal, wohin uns die Plattform hier befördert. Okay. Also hier können wir schon mal nichts machen, das ist schon mal klar. Was haben wir hier aber? Außer halt, ja, Red Orbs. Aha. Ja, komm, Dante, komm schon. Ja, irgendwie will er gerade nicht so ganz.
Na, geht doch. Okay, ein Teufelstern. Nehme ich gerne. Auf den ersten Blick sehe ich gerade nichts Besonderes dort. Sonst, ja, gehen wir erstmal hier weiter, würde ich sagen. Aha. Hier ist etwas eingraviert. Der Kelch wird das Tor zum dunklen Weg öffnen. Ja gut, wenn ich hier raten müsste, wegen der Inschrift von vorhin, dass wir ja in dieses Loch hier reinspringen müssen. Auf dem Sockel ist ein Pokal, geschützt von einem kräftigen Licht. Der Weise dich des Zeichens würdig. Okay, also hier ist auf jeden Fall der Kelch, das ist schon mal klar. Okay, dann schauen wir mal, was oben ist. Und wenn es dort auch nichts Interessantes gibt in der Hinsicht, ja, dann können wir eigentlich nur noch hier runterspringen, in das Loch hier. Oh. Okay. Es ist die Statue eines goldenen Ritters. Scheinbar wurde hier einmal etwas abgestellt. Ja. Wenn ich raten müsste, müsste da der Pokal hin. Oh, hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber zugegeben, ich habe da jetzt gerade nichts Interessantes gesehen. Naja, falls was ist, bei meinen späteren Playthroughs werde ich ja das ja dann alles nochmal ja genau durchkennen können. Machen wir es mal hier weiter. Statue, okay, okay. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ja gut, so kann man es auch machen. Ja, was ein Ding. Zeichen der Keuschheit. Ein präpariertes, mit Kristall bedecktes Tierorgan. Ja, sieht doch einem Hirn aus auf dem ersten Blick. Darin liegt das Zeichen der Keuschheit, ohne dass der Kelch nicht gefunden werden kann. Okay. Das heißt, wir müssen gleich irgendwo runterspringen, gleich, ne? Ja. Die Bengel. Oh. Oh. Ja.
Okay, wir müssen mal wieder hoch, so wie es aussieht. Okay, die Sache hier ist jetzt auch weg. Okay, okay. Hm. Aber das da drüben ist ja, glaube ich, noch da. Genau. Hm. Na gut, gehen wir erstmal wieder da rein. Vielleicht können wir jetzt ja mit diesem Tiergehirn was machen. Soll ich das Zeichen der Keuschheit verwenden? Ja. Sie haben das Zeichen der Keuschheit verwendet. Okay, nice. Kelch. Das Gefäß, in dem das Blut der göttlichen Toten aufbewahrt wurde. Oh. Hm. Nello. So knapp. Ah, Mist. Ja, ich bin viel zu aggressiv, ne? Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wer gibt zuerst nach? Ich habe mich schon wieder so gejinxt, Alter. Oh Mann. Okay. Neuer Versuch. Ich werde meinen Spaß haben auf DMD. Das war... Hm. Oh, der hat mich eiskalt erwischt. Wenn ich Glück habe, könnte das noch ausweichen. Okay. Gehen wir beim zweiten Mal, ja? Immer.
Ja, da wollte ich nämlich den Kelch hinstellen. Mal schauen, da kommen wir jetzt nicht durch, ne? Ja, der Eingang ist versiegelt. Hier kann ich also nicht zurück. Dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Irgendwie wird er gerade nicht so ganz. Ja gut, so geht's auch. Es ist eine Statue eines goldenen Ritters, wissen wir. Soll ich den Kelch verwenden? Ja. Ja gut, hier müssen wir hin. Stimmt. Okay, Auftrag erfüllt. 17 Minuten 13. Irgendwas sagt mir ja, das ist wieder B oder C. C. Ja, man kennt es. Man kennt es. Irgendwie wird es einfach nicht. Auftrag 12. Geisterschiff. Gehen Sie auf das Deck und von dort zur Kapitänskajüte. Ja gut, das wird noch ein bisschen brauchen. Na? Aber ich glaube. Na, das ist, glaube ich, eher wichtig, das ist etwas wichtiger, nicht? Ich nehme auf jeden Fall sicherheitshalber einmal das da hier. Ne, Loangelo hat jetzt doch ein bisschen mein Hintern zu sehr versohlt. Oh, Unterwassersteuerung. Das ist dieses Unterwasserlevel, ne? Okay. Alrighty, das wird lustig. Und wir können natürlich unseren Devil Trigger nicht benutzen. Ja, okay. Dann schauen wir mal, wie ich mich da schlagen werde. Oh, es hat begonnen. Moment, bevor ich hier weitermache. Mich würde gerade noch interessieren, was es da sonst noch gibt. Weil das wird doch nicht alles gewesen sein, oder? Nee, da kann man wohl nicht hoch, so wie es aussieht. Okay.
Hätte sein können, ne? Na, wir brauchen die Unterwasserpistole, ne? Ja, über dieses Level habe ich nicht viel Positives gehört. Bin ich mal gespannt, wie ich mich da schlagen werde. Ja, wir brauchen natürlich diese Unterwasserpistole, ne? Weil so kann man sich natürlich nicht gegen diese Dinger wehren. In der Schatztruhe sind nur Muscheln. Na, oh, schade. Ja, gehen wir erstmal dahin. Da. Ach, die Selbsten hier. Etwas? Ach, das ist die Nagelpistole, ne? Ja, die Needle Gun. Die einzige Waffe, die unter Wasser eingesetzt werden kann. Ja, warum auch immer. Aber gut, dass wir schon mal das haben. Das wäre ja gut gebrauchen können, ne? Okay, bevor es dabei hingeht. Was haben wir hier noch? Ja, haben wir hier etwas, ist die Frage. Man sieht gerade nichts, muss ich gestehen. Okay. Ah ja, von da sind wir ja gekommen, ne? Aber gut, ich meine, wenn wir schon hier sind, machen wir ein bisschen Payback. Ja gut, da wollte ich jetzt nicht hin. Da wollte ich hin. Für die roten Orbs. Na sehr gut, da bist du raus. Okay. Oder auch nicht? Nein? Na okay. Die Kollegen wieder? Okay. Na komm, Kollege. Ja. Oh. Das kam jetzt unerwartet.
wir sind jetzt hier. Okay, okay. Das Kanonenrohr ist leicht verbogen. Es muss von einem harten Gegenstand getroffen worden sein. Ah, perfekt, jetzt sind wir hier. Ob wir hier was... Mal schauen, ob wir hier eine Flamme anmachen können. Schauen wir mal. Sein können, ne? Da möchte man ungern runterfallen. Naja, als Mensch zumindest. Dante muss sich da, glaube ich, eher weniger Sorgen machen. Also wir müssen auf jeden Fall dahin, aber... Ja. Wir wollen ja noch alles erkunden. Na geht doch. Kleines Secret. Mal schauen, hier wird das Feuer des Geistes entzündet. Jetzt ist es aber versiegelt und kann nicht entfacht werden. Das wird erklären, wieso wir es mit Ifrit hier nicht entzünden konnten. Okay, was haben wir hier? Es ist zugesperrt. Hier steht etwas geschrieben. Ich bin das Schiff, das die wandelnden Seelen zum Abgrund der Unterwelt befördert. Beschütze das Schiff und du wirst mit dem Elmsfeuer belohnt. Okay. Der Kollege wieder, ne?
Griffin. Nee, oder? Auf dem Schiff? Okay. So, am besten sich von dem Ding vielleicht nicht treffen lassen. Okay, nice. Hatten wir schon mal ein bisschen mehr zum Drittel abgezogen. Okay, das war relativ easy. Okay, dann mal schnell zurück dahin, bevor sich Griffin das hier anders überlegt. Oder Mundus. Je nachdem. Rot sehen. Müssen, glaube ich, 50.000 sein, ne? Nice, Auftrag erfüllt. Aber irgendwas sagt mir, das ist wieder Rang B oder C. Netten. Ja gut. Ich habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen, ne? Ja, wenn man die ganzen Missionen noch nicht kennt, dann ist es natürlich ja, relativ schwer, dort den S-Rang zu kriegen. Naja, sei es drum. Dann auf jeden Fall erstmal hier abspeichern. Und dann machen wir im nächsten Part auf jeden Fall mit Mission 13 weiter. Oh, Mission 13. Ich hoffe, das wird hier nicht unser Unglück sein. Ihr seid auf jeden Fall gespannt darauf. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Bis dahin, see you.